herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Roman. Oh. Also, wir haben jetzt ein Stethoskop und wir sprechen jetzt nochmal mit Sushi. Wasabi. Hallo Sushi. Hallo Brian. Wie sieht es aus? Hast du etwas Neues herausfinden können? Ich bin auch dabei. Hör mal, da gibt es etwas, worüber ich mit dir sprechen will. Ich bin ganz Ohr. Es geht um den Banktresor. Was ist damit? Bitte sag mir, dass du die Kombination kennst, mit der man ihn öffnet. Ich kann dir leider nicht sagen, dass ich sie kenne. Aber ich kenne mich mit Tresoren aus. In meiner Familie habe ich viele gesehen. Lass mich überlegen. Ein Tresor aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wahrscheinlich ein Winchester. Ich würde sagen, dass die Kombination mit Sicherheit aus drei Zahlen besteht. Mhm. Und dass die erste nach rechts verläuft. Das ist doch ein Anfang, nicht? Ja. Okay. Ich werde weitersuchen. Vielen Dank für deine Hilfe, Sushi. Bis bald. Bis bald. Und viel Glück. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal zur Bank und hoffen, dass wir irgendwas erreichen können. Wir haben ja immerhin ein Stethoskop. Und das benutzen wir jetzt mit dem Tresor. Ja, großartige Idee. Im Film funktioniert das immer. Es geht los. Aha. Nach rechts fängt's an. Am besten, ich bewege das Rad langsam, Strich für Strich, damit ich keine wichtige Zahl verpasse. Wenn ich jetzt das Rad bewege, muss ich auf jedes Geräusch achten. Aha. Jetzt habe ich klar gehört, wie das Räderwerk eingerastet ist. Die erste Zahl der Kombination ist also 85 nach rechts. Um die zweite Zahl zu finden, muss ich das Rad nach links drehen. Dann machen wir das. Spürst du die Spannung? Ja. Ja. Aha. Ich habe die zweite Zahl. 29 nach links. Sehr gut. Und die vier. Und die dritte, 54 nach rechts. Genial. Ich glaube, dass die Tür jetzt entweder ist. Die 54 war es tatsächlich. Boah. Krass. Mal sehen, was ich hier finde. Schauen wir mal. Hier sind eine Menge alter Dokumente. Aha. Der Plan des Bergwerks. Hurra. Endlich habe ich ihn. Ich sollte mal einen Blick drauf werfen. Genial. Das Hopi-Dorf ist darin eingetragen. Mit diesem Plan kann ich den Bergwerksstollen durchqueren und dorthin gelangen. Hervorragend. Ja. Na dann. Die Tür nicht es ist besser, ich schließe den Tresor wieder. Ja. Auch wenn ich die Kombination später wieder einstellen muss. Jetzt kennen wir sie ja. Gut.
fein. Das Klärchen. Ist jetzt der... Was machst du da eben? Hallo Sushi. Ja. Hallo Brian. Wie sieht es aus? Hast du etwas Neues herausfinden können? Ich bin noch dabei. Hör mal, da gibt es etwas, worüber ich mit dir sprechen will. Ich bin ganz Ohr. Alles klar. Ich werde weitersuchen. Okay. Vielen Dank für deine Hilfe, Sushi. Bis bald. Haben. Bis bald. Und viel Glück. Dass ich jetzt weitersuche. Und dass du jetzt wieder hochgehen kannst. Okay, dann gehen wir jetzt mal woanders hin. Mama Dorit. Hallo. Hör mal, Oskar. Sprich, mein Junge. Ich brauche deine Hilfe. Worum geht es? Es geht darum, einen Felsen zu bewegen. Das geht leider nicht. Es tut mir leid. Okay. Was hast du gemacht, bevor du... Ich kann zum... in mein... Vielleicht muss Saturn Ihnen das sagen. Gut, dann werde ich jetzt weitermachen. In Ordnung. Oh, da ist jetzt den Stein irgendwas... Oskar, ich habe hier einige Tabakblätter für dich. Tabakblätter? Nein, danke. Ich rauche nicht. Ich kaue den Tabak, aber ich rauche ihn nicht. Da musst du ihn in Öl, genau. Jawohl. Das gibt einen feinen Minzkautabak. Aber ich brauche etwas, um die Blätter zu zerkleinern und zu pressen. Dann kann ich sie mit der Tinktur vermengen. Ja. Was ist das oben rechts? Ah, ein glänzender Einfall. Also der Stempel ist schön groß und stabil. Mit der Zusammen Schale. Mit der Schale ergäbe er einen prima Mörser und Stößel. Sehr gut. Ich glaube, das wird gehen. Gut, dann nehmen wir die Bildchen. Ja, mit dem improvisierten Mörser kann ich die Blätter fein genug mahlen, um sie anschließend mit der Tinktur zu vermengen. Sehr dann schön. Wollen wir mal. Ich glaube, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Finde ich auch. Obwohl ich das nicht im Traum probieren möchte. Gut. So. Oskar, ich bringe dir etwas von dem Kautabak, den du so magst. Wirklich? Klar, Mann. Hier hast du ihn. Vielen Dank, Brian. Nicht der Rede wert, Oskar. Unter Freunden ist es normal, sich etwas zu schenken. Und wir sind doch Freunde, oder? Klar sind wir das. Der Tabak kommt mir wie gerufen. Ich hatte nur noch sehr wenig von Saturns übrig. Ich schulde dir einen Gefallen. Das finde ich aber auch. Ich habe ihn auf meiner Seite. Hervorragend. Also, Oskar. Freund. Sprich, Freund. Mein Junge. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Worum geht es? Es geht darum, einen Felsen zu bewegen. Natürlich. Meinen Freunden tue ich gern einen Gefallen. Großartig. Gehen wir hin. Das ist also der Felsen, der bewegt werden soll. Ja, er muss ungefähr eine Tonne wiegen. Glaubst du, du kannst ihn bewegen, um den Eingang zum Bergwerk freizulegen? Diesen Kieselstein? Klar doch, Mann. Schon erledigt. Hat das einen Dank etwas an, tief. So, ne? Ja, ich glaube, das ist... Fertig. Reicht das? Das ist perfekt, Oskar. Danke, mein Freund. Du hast die Kraft eines Bullen. Nicht der Rede wert. Ich helfe meinen Freunden gern. Ach, ich muss jetzt zu Mama Dorita zurück. Es könnte sein, dass sie mich braucht. Okay. In Ordnung, Freund. Noch einmal danke und bis bald. Auf Wiedersehen. Und pass auf, wenn du das alte Bergwerk betrittst. Okay. Jojo. Ja. Das wird schon. Oh, boah, bei dem Tempo braucht er ewig. Egal, Hauptsache der Zugang ist jetzt frei. Was für ein Typ, dieser Oskar. Mhm. Ich freue mich, dass er ein Freund ist und nicht auf der anderen Seite steht. Das stimmt. So, hinein. Einverstanden. Ich habe alles Nötige, um in den Bergwerksstollen vorzudringen, bis ich das Hopi-Dorf finde. Hurra! Gehen wir hinein. Mhm. Glück auf für alle und besonders für mich. So. Ja, vielleicht. Was soll ich sagen? Den Verlust von Gina zu überwinden, war unendlich schwer. Unendlich. Oh Mann.
Nur eines gab mir Halt. Der feste Entschluss, das ganze Geheimnis um das Kruzifix aufzudecken, das sich als Schlüssel zu allem entpuppt hatte. Die heilige Grabstätte. Danke. Es machte mir nicht viel aus, das alte Bergwerk zu durchqueren. Ich habe schon immer gern Höhlen erforscht. Ich hatte nur nicht mit der unangenehmen Überraschung. Ich hatte gerne Höhlen erforscht, aber Gina ist gestorben. Ha! Dort sehe ich Licht. Obwohl, laut Plan ist das nicht der Ausgang zum Hof. Na gut. Für alle Fälle werfe ich mal einen Blick drauf. Ja. Vielleicht kann ich von hier aus zum Dorf gelangen. Außerdem habe ich es satt, diese lästige Stirnleuchte zu tragen. Bah! Endlich! Die hat ganz schön gestört. Was ist das? Nein, nicht die. Ich hasse diese ekelhaften Viecher. Oh nein! Fledermäuse! Nein! Weg, weg, weg! Opa, ein Abgrund. Ich glaube, dort unten liegt das Hopi-Dorf. Ja. Endlich habe ich es gefunden. Hurra. Allerdings wird es nicht einfach sein, herunterzuklettern. Der Berg ist sehr steil. Und ein Sturz wäre tödlich. Na dann. Wir haben Zeit. Er liegt genau am Rand des Abgrunds. Okay. Er ist viel zu schwer für mich. Okay. Ja. Wenn ich das Seil daran festbinde, könnte ich bis zum Hopi-Dorf hinunterklettern. Aber der Felsen scheint mir nicht sehr vertrauenserweckend. Ich glaube nicht, dass er mein Gewicht hält. Leider nicht. Also, dann haben wir hier noch einen Holzball. Da können wir. In Ordnung. Das Holz ist in recht gutem Zustand. Es kann mir vielleicht von Nutzen sein. Er lag versteckt unter dem Holzbalken. Das muss der Pickel eines Bergarbeiters gewesen sein. Ihm fehlt der Griff. Einverstanden. Gut. Wenn ich einen Griff daran befestige, könnte er mir nützlich sein. Okay, was haben wir noch? Tja, ein Griff. Als ich aus dem Bergwerk herauslief, habe ich es gar nicht bemerkt. Bestimmt einer der Bergarbeiter von James Douglas. Die Hopi müssen ihn getötet haben. Hopi? Die Idee gefällt mir nicht. Es kommt mir wie Grabschändung vor, aber es geht nicht anders. Ein Knochen könnte genau das sein, was mir noch fehlt. Okay. Am Oberschenkelknochen ist ein kleines Stück abgebrochen. Ich glaube, er wird sehr gut zu gebrauchen sein. Verstehe. Ja, dann kombinieren wir das mal flott. Ja, der Oberschenkelknochen ergebe einen hervorragenden Griff. Bastel, bastel. Großartig. Ich habe meine Berufung gefunden. Ja. Damit lässt sich der Balken nicht spalten. Okay. Ich würde ihn wahrscheinlich nur zertrümmern. Schade, leider nicht. Okay, was haben wir noch? Igitt. Nichts hasse ich so sehr wie diese verdammten Fledermäuse. Okay. Hier ist noch ein Nagel. Mit bloßer Hand geht das nicht. Nehmen wir das hier. Prima, damit bekomme ich den Nagel heraus. Er ist ziemlich lang. Der kann mir noch nützlich sein. Ah, ja. Ja. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen den Nagel, der ja viel stabiler ist als der Stein. In Ordnung. Ich schlage ihn da ein, wo der Boden am stabilsten ist. So wird er mein Gewicht halten. Ja, ja. Hoffe ich. Fertig. Ich glaube, er wird halten. Naja, ich glaube nicht. Auf keinen Fall. Aber er macht es. Wo ist der Nagel? Wo ist der Nagel? Wo ist der Nagel? Das hätte wenig Sinn. Nagel, wo bist du? Nagel? Ah, irgendwo da. Dann wollen wir mal. Ich muss das Seil gut am Nagel befestigen. Du hast den Nagel gut befestigt. Fertig. Und jetzt seilen wir uns ab. Okay. Auf geht's. Im Ferienlager habe ich es auch immer geschafft. Okay. Dann machen wir. Oha. Game over.
Er macht das tatsächlich leichtfüßig wie eine Gazelle. Gina! Gina? Brian! Psst. Ich kann es nicht glauben. Du lebst! Wie bist du hierher gekommen? Das war so. Als ich in den Schacht fiel, stieß ich mit dem Kopf an und wurde ohnmächtig. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, bis ich aufwachte. Als ich zu mir kam, war es stockdunkel. Und als ich aufstehen wollte, merkte ich, dass mein Bein verletzt war. Ich tastete mich stundenlang durch die dunklen Stollen hindurch. Ich kroch immer weiter und versuchte, den Ausgang zu finden. Als ich fast zusammengebrochen war, kam ich endlich zu einem helleren Stollen. Am Ende des Tunnels sah ich ein Licht. Und ich habe mich mit allerletzter Kraft dorthin geschleppt. Aus dem Stollen herauskam, sah ich als erstes diese riesige Statue dort. Da habe ich mich zu Tode erschrocken. Aber ich beruhigte mich wieder und durchquerte diese merkwürdigen Ruinen, bis ich hier ankam. Es war furchtbar, feststellen zu müssen, dass ich inmitten eines steinigen Canyons war und mit dem verletzten Bein niemals rauskommen würde. Ich habe wahrhaftig gedacht, das ist das Ende. Und genau in diesem Moment erscheinst du plötzlich. Oh, Brian, ich habe mich noch nie so gefreut, jemanden zu sehen. Verrat mir, wie du mich gefunden hast. Naja, um ehrlich zu sein, war es ein Zufall. Nachdem du in das verdammte Loch gefallen bist, dachte ich, du seist tot. Aber ich schwor, das Rätsel um das Kruzifix zu lösen. Das hat mich hierher geführt. Dies sind die Ruinen eines Hopi-Dorfes. Und auf der anderen Seite des Canyons müsste ihr Heiligtum liegen. Das Kruzifix hat sich buchstäblich als Schlüssel zum Ganzen entpuppt. Das ist ja unglaublich. Wie hast du das alles erfahren? Ich erzähle dir alles später. Das Wichtigste ist jetzt, dich zu einem Arzt zu bringen. Nein, nein, warte! Es hat dich viel zu viel Mühe gekostet, hierher zu kommen. Du darfst jetzt nicht umkehren, ohne das Rätsel um das Kruzifix gelöst zu haben. Ich halte es hier noch eine Weile aus. Kümmere dich nicht um mich. Geh zum Heiligtum, bitte. Aber du brauchst ärztliche Hilfe. Das ist das Dringende. Nein, Brian, nein. Ich schulde es meinem Vater. Tu es bitte für mich. Na schön. Wie du willst. Ruh dich jetzt aus. Auf keinen Fall irgendwelche Anstrengungen. Spar lieber deine Kräfte für den Rückweg. Ja, Brian. Kümmere dich nicht um mich. Ginas Bein gefällt mir überhaupt nicht. Ich wollte sie nicht noch mehr beunruhigen, aber ich fürchte, es ist gebrochen. Ich muss mir etwas einfallen lassen, um ihr Bein zu schienen. Sonst kann ich sie nicht mitnehmen. Gut. Ich denke, ich finde besser zuerst diese mysteriöse Hopi-Gruft. Danach kann ich mich dann um Ginas Bein kümmern. Alles klar. Also, hier ist irgendwas. Sie wurde genau am Eingang der Grotte aufgestellt. Als eine Art Wächter, der das Dorf beschützen sollte. Ach, ich gehe mal näher ran. Aus der Nähe ist die Statue noch beeindruckender. Dieses Gesicht ist wirklich einschüchternd. Ich kann mir gut vorstellen, wie sich die ersten Bergarbeiter von Douglasville gefühlt haben, als sie die vorfanden. Sie ist aus solidem Fels gemeißelt. Ich sehe keinerlei Türen oder Ähnliches. Das ist eine indianische Streitaxt. Ein Tomahawk. Ja, die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Nanu? Das ist ja gar kein einfacher Tomahawk. Man kann ihn auch als Pfeife benutzen. Krass. Pfeife und Axt in einem. Mal eine gute Idee. Wenn ich den Balken in zwei handliche Teile spalte, kann ich Ginas Bein damit schienen. Yay. Ha! Ich hätte doch Arzt werden sollen. Boah. Ein bisschen. Vielleicht. So. Nein. Offensichtlich handelt es sich nicht um einen Mechanismus. Vielleicht bin ich abergläubisch, aber ich will nicht respektlos mit den religiösen Symbolen anderer Kulturen umgehen. Es muss eine Art Hopi-Symbol sein. Obwohl es die Form eines Kreuzes hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass es etwas mit den Kirchenkreuzen zu tun hat. Gut, dann gehen wir wieder. Dann probieren wir das mit den Brettern. Die Holzbretter sind perfekt, um ihr Bein zu schienen. Aber ich brauche etwas, womit ich sie an ihrem Bein befestigen kann. Das soll ja vielleicht. Zeigen wollen wir hoch. Ah, ein Stückchen. Nein. Von hier aus kann ich nur ein viel zu kurzes Stück Seil abschneiden. Damit kann ich Ginas Bein nicht schienen. Okay. Dann gehen wir weiter hier. Da geht's nämlich weiter.
hingehen. Lalalalalala. Lalalalalala. Dann guckt ihr hier aus und dann können wir hier weitergehen. Lalalalalala. Und wo kommst du dann? Hier oben? Da oben. Ach so, ja, jetzt. Ja, ja. Da oben, dieser kleine Brian. Lalalalalala. Guck mal, jetzt kommt er da wieder raus. Eigentlich völlig unmöglich, aber gut. Achso. Hier durch. Dann kommt er da raus. Okay, cool. Und dann schneiden wir hier ein Stückchen Seil ab. Ja, von hier aus kann ich das Seil weiter oben abschneiden. Dann wird das Stück lang genug, um Ginas Bein zu schienen. Also los! Ich versuche, es so lang wie möglich abzuschneiden. Yay. Schnipsel, Schnipsel. Geschafft. Hurra. Okay. Das hebe ich doch gleich auf. Dieses Stück wird die richtige Länge haben, um Ginas Bein zu schienen. Sehr schön. Dann benutzen wir erstmal die Bretter. Ja, mit den Holzbrettern und dem Seil kann ich ihr Bein schienen. Ich glaube, das tue ich am besten kurz vor unserem Aufbruch. Aber vorher muss ich in das Heiligtum gelangen und herausfinden, was um alles in der Welt dort versteckt ist. Aber bevor wir das machen, speichern wir und sehen wir uns in der nächsten Folge.